Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Chiropraktik. Heute haben wir die Rebecca zu Besuch. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Und fangen wir einfach an zu erzählen, was kann ich für dich tun? Was sind deine Problematiken? Also hauptsächlich habe ich Schmerzen so im Brustwirbelbereich, vor allem links unterm Schulterblatt. Mhm. Dass ich, wenn ich versuche, richtig mich gerade aufzurichten, dass das auch teilweise, ich das Gefühl habe, es blockiert ein bisschen. Mhm. Und ich habe auch des Öfteren beim Sport, merke ich, dass hier oben der Muskel manchmal krampft und dass man dann wirklich Pause machen muss, weil es da dann weh tut. Mhm. Genau. Was für einen Sport machst du? Reitsport. Beim Reiten. Mhm. Okay. Und da käme ich jetzt mal so gar nicht aus. Ist das jetzt normales Reiten oder ist das eine spezielle Form vom Reiten? Viel Dressurtraining mache ich mit dem Pferd. Ja. Dressurtraining. Und belastest du da die rechte Seite mehr? Eigentlich nicht, nee. Es ist ja generell ein bisschen eher oberkörperschonend, Reitsport, weil man hat ja im Idealfall nicht viel Gewicht an der Hand am Zügel. Mhm. Da belastet man eigentlich die Schulter nicht viel, aber trotzdem krampft es halt zwischendurch hier dann. Okay. Ja. Gibt es da bestimmte Situationen, wo es krampft? Also kannst du irgendwas Bestimmtes ausmachen oder fängt das einfach irgendwie unkontrolliert an? Es fängt einfach zwischendurch an. Und sonst nicht im Alltag? Nee, im Alltag nicht. Also nur beim Reiten? Ja. Mhm. Okay, gut. Nehmen wir das mal einmal so auf. Hast du Kopfschmerzen? Ab und zu, ja. Hatte ich zum Beispiel gestern erst, gerade nach dem Aufstehen. Das ist manchmal so eine Stunde später ungefähr. Fängt das dann an, dass ich so ein bisschen Kopfschmerzen habe. Manchmal geht es auch in die Migräne-Richtung. Ja. Oh, also schon intensiver dann auch. Ja. Und wenn du einen Kopfschmerz hast, wie würdest du den beschreiben? Ist der einseitig, ist der beidseitig, ist der vorne, ist der hinten? Manchmal steigt er so aus dem linken Nackenbereich so ein bisschen hoch, habe ich das Gefühl. Und bei Migräne kann ich es nicht so genau sagen. Mhm. Eher so Schläfen, Stirngegend, aber so genau kann ich es nicht sagen. Okay, interessant. Also beim Reiten macht er die rechte Seite zu, aber wenn du Kopfschmerzen bekommst, dann zieht es links hoch. Ja, beim Reiten krampft es auch eher links. Also das links? Ja, genau. Also die linke Seite dieser Muskel hier krampft eher. Ich hatte jetzt verstanden, rechts. Ja, okay, gut. Ja, das passt ja. Das passt ja dann auch. Und links Schulterblatt, ne? Mhm. Auch. Also doch alles auf der linken Seite. Genau. Mhm. Gut, dann Brustwirbelsäule, ist da mal irgendwas passiert? Also hast du mal einen Unfall gehabt? Mhm, nichts. Nichts. Beim Reiten mal Stürze gehabt? Ja, schon öfter mal, aber nichts. Also ich habe mir nie was gebrochen oder so. Ich habe mir mal irgendwie vor Jahren ein bisschen den Halsmuskel geprellt. Das war aber, meine ich, auch auf der rechten Seite hier. Ein Halsmuskel geprellt? Was ist denn da passiert? Du bist vom Pferd gefallen und auf den Kopf, oder? Ja, beim Springen so eher, ich weiß ja gar nicht genau, man weiß immer nicht genau, wie man fällt, weil es so schnell geht. Aber schon so auf den Hinterkopf ein bisschen. Mhm. Genau. Okay. Aber die Migräne-Symptomatik, die hattest du vorher schon? Gute Frage. Weiß ich gar nicht so. Wie lange ist das her mit dem Unfall? Das ist schon ungefähr 6 Jahre oder so her. Mhm. Das ist schon länger her. Also schon ein bisschen länger her. Genau. Also kannst du nicht ganz genau sagen, ne? Ich kann es nicht sagen. Ja, okay, gut. Mhm. Aber du hattest dann eine Art Prellung, sonst ist nichts anderes diagnostiziert worden. Sind da Aufnahmen gemacht worden damals? Mhm. Keine Aufnahmen. Okay, gut. Wenn du jetzt an deine Brustwirbelsäule denkst, Schulterblatt habe ich vernommen, dass es so teilweise unterm Schulterblatt dann auch zieht. Mhm, genau. Ja. Das werden wir gleich nochmal genauer lokalisieren. Und die Brustwirbelsäule, wenn du da was merkst, ist das genau mittig auf der Wirbelsäule oder ist das so ein bisschen weiter links versetzt? Es ist auch mal mittig. Also wenn es links weh tut, eher wirklich unter dem Schulterblatt direkt. Hm. Aber da ist nicht das Hauptproblem. Also ich habe selten da direkt an der Wirbelsäule Schmerzen. Ja, okay. Also, und das unter dem Schulterblatt, wie häufig hast du, also können wir das jetzt reproduzieren? Also du hast ja gesagt, wenn du dich aufrichtest, dann hast du manchmal das Gefühl, dass es blockiert. Hast du das heute auch? So ein bisschen, ja. Es gibt auch Tage, wo es stärker ist. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es kommt darauf an, wie ich liege. Wie du schläfst. Dann, genau, wie ich geschlafen habe, dass ich dann da besonders eine Verspannung merke. Gut, dann lass uns doch mal dabei bleiben. Mhm. Wie liegst du denn? Auf dem Bauch. Ja. Ja, da haben wir es wieder, ne? Halswirbelsäulenproblematiken, Wirbelsäulenproblematiken bei Bauchschläfern, echt weit verbreitet.
Das ist eine Sache, die solltest du versuchen, dir in Zukunft abzutrainieren. Mhm. Da haben wir auch schon Diskussionen gehabt, wie kann man das am besten machen. Das ist ein Gewöhnungseffekt. Also es ist halt schon, du wirst, das kann ich dir eigentlich prognostizieren, wenn du einmal Beschwerden hast und weiterhin auf dem Bauch schläfst, du hast immer diese starken Rotationen in der Halswirbelsäule durch das Kopfkissen. Ne? Und das dann über lange Zeit. Dann denk mal, also bitte, ne, ich frage jetzt nochmal, liegst du alleine im Bett? Manchmal. Manchmal. Die Frage zieht nur dahin, wenn du auf dem Bauch liegst, guckst du zu einer Seite häufiger als zur anderen Seite oder wechselst du immer ab? Ich glaube, ich gucke eher nach rechts. Guckst eher nach rechts? Mhm. Also das schon häufiger? Eigentlich schon, ja. Mhm. Würde ich so sagen. Mhm. Okay, gut. Da haben wir dann natürlich noch eine einseitige Belastung. Also generell ist das eine Sache, die du eigentlich in Zukunft zu unterlassen hast. Mhm. Weil dadurch wirst du immer wieder Verspannungen hervorrufen und auch gerne Blockaden. Mhm. Es gibt tatsächlich, also ne, es gibt Leute, die nähen sich einen Tennisball vorne ins T-Shirt zum Beispiel, dass man, ne, wenn man sich, das ist ja immer dieses Unbewusste nachts, ne, wenn man sich drauf dreht, merkt man, ah nee, ist schlecht. Aber du solltest einfach in Zukunft versuchen, auf dem Rücken schlafen ist eigentlich das Beste. Das ist aber auch am schwierigsten. Ja. Versuch einfach erstmal die Bauchlage ganz bewusst, wenn es dir auffällt. Ne, du schläfst wahrscheinlich auch ein in Bauchlage. Versuch das zu verhindern. Mhm. Ne, versuch auf dem Rücken einzupennen. Und wenn du aufwachst auf dem Bauch, dann versuch dich auch zu drehen. Das kann ich dir erstmal nur so als allgemeinen Tipp mitgeben. Okay. Okay? Mhm. Gut. Der untere Rücken. Was ist mit dem alles noch? Das ist phasenweise auch durch die Arbeit bedingt halt, dass ich manchmal nicht so, wenn es blöd läuft, auch verhebe und dann da ein paar Tage Schmerzen habe und manchmal so, ja, Druckschmerz so ein bisschen, aber es ist jetzt nichts Dauerhaftes, würde ich sagen. Gut, wann war das letzte Mal, dass du im unteren Rücken was gespürt hast? Ungefähr eine Woche, da habe ich mich einmal blöd verhoben. Das ist ja noch nicht so lange her, ne? Das ist noch nicht so lange her. Okay, und war das mittig, war das links, war das rechts? Ja, das war rechts eher. Das war ja rechts, okay. Ja. Mhm. Was machst du berufstechnisch? Ich bin Krankenschwester auf Intensiv, also wir haben auch schwere Patienten oft. Mhm. Ja. Ja, das Mobilisieren ist dann natürlich echt immer schwierig. Ne? Mhm. Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, wie schwer ein Mensch sein kann, wenn er nicht aktiv mithelfen kann. Ja. Mhm. Habe ich auch lange Zeit gemacht im Krankenhaus, das ist schon sehr belastend. Mhm. Da habt ihr aber auch Technikschulung, ne? Wie ihr die Patienten am besten bewegt? Ja. Okay. Ja. Schönen Gruß an die Leitung. Könnte man mal drüber nachdenken. Ne? Es gibt halt bestimmte Techniken, wie man Patienten mobilisiert rein und raus. Und das ist schon, weil sonst, also auf Dauer diese Arbeit am Bett ist einfach extrem belastend, weil man auch immer nach vorne arbeitet halt. Ne? Na, lassen wir das lieber erstmal so stehen, aber gucken wir uns das mal an. Sonst irgendwas Gravierendes mal mit den Füßen, Knien oder Hüften gewesen? Nee. Gut. Linke Schulter, wie ist die? Eigentlich habe ich da keine Probleme. Toll, dann lassen wir das auch so stehen. Okay, gut. Dann haben wir schon mal ein paar Sachen auf jeden Fall, die ich mir jetzt angucken möchte. Hast du Fragen? Nein. Erstmal nicht. Wenn du Fragen hast, immer stellen. Okay? Okay. Wir gehen mal in die Untersuchung. Okay, so, da sind wir wieder. Wir machen jetzt mit der Untersuchung weiter und Rebecca und ich haben gerade schon gequatscht. Es gibt jetzt keine spezifische Bewegung, wo wir jetzt die Beschwerden provozieren können. Deswegen fange ich direkt hier hinten mit der Untersuchung an und gucke mir erstmal an, was ich hier hinten so alles finde, was auffällt auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick haben wir... Was am auffälligsten ist, haben wir einen Unterschied zwischen den Schulterblättern. Das spiegelt sich hier oben auch in deinen Schultern wieder. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass deine rechte etwas höher steht als deine linke. Meistens spricht das dafür, dass wir auf der Seite schon Verkürzungen haben, kann aber eigentlich nicht wirklich, also es können Verkürzungen sein, aber du hast ja hier in diesem Bereich, ne, deine Hauptbeschwerden. Spricht dann eher dafür, dass wir eine gewisse skoliotische Veränderung in der Wirbelsäule haben, weißt du, was das ist? Das ist so eine seitliche Abweichung. Achso, ich habe mit einer Krankenschwester zu tun. Richtig!
Aber auch für euch nochmal, das sind seitliche Abweichungen in der Wirbelsäule plus einer Rotation. Ist nicht gerade selten. Kann auch davon kommen, dass das Becken einfach schief steht. Meistens sind das aber gewachsene Probleme, die man jetzt nicht einfach wieder korrigieren kann. Ja, nicht einfach kurz mal eben zurückgestellt. Achten wir dann doch deswegen nochmal weiter, was uns auffällt. Und tut mir mal den Gefallen und achtet mal hier diese Region hier. Da ist es relativ die Haut ganz normal versorgt. Wenn wir jetzt hier oben in den Bereich kommen, hier haben wir viel mehr oberflächliche Blutgefäße und scheinen auch hier in diesem Bereich einen Stressfaktor zu haben. Obwohl ich glaube, ich weiß es noch nicht, dass er in diesem Bereich ein Wirbel, Rebecca, Probleme macht. Ja. War das ein leichtes Nicken? Also nochmal, trotzdem nehme ich, ich muss immer auf Unterschiede achten. Und was mir auffällt, ist auch hier da, dieser Bereich. Das hier wird auf jeden Fall stark gestresst. Das weiß ich jetzt schon mal. Das war, ne, durch die Hautveränderung. Zumindest, ich weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich. Nehme ich mal mit auf. Und hier sehen wir, dass Rebecca, du hast ja eigentlich durchs Reiten, eigentlich ist deine Haltung ja gar nicht so verkehrt, oder? Eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Ne? Gerade Dressur, ihr achtet ja extrem drauf. Ne? Mhm. So viel weiß ich. Die Brustwirbelsäule ist hier relativ steil und haut hier oben ein bisschen ab. Und hier der Wirbel, der hier, der kommt ein bisschen weiter nach hinten raus. Deswegen mache ich mir hier einfach mal rundherum, kennzeichne ich einmal. Das nehmen wir mit auf. Das kann nämlich auch einen Einfluss haben hier auf deine Nackengeschichte. Ja? Weiterhin ist es so, wenn ich jetzt aber weiter runter gehe und gucke, ich habe ja gesagt, es ist etwas steilgestellter, für euch nicht zu sehen, da muss man schon direkt davor sitzen, ist, wenn ich jetzt hier mir die Kontinuität angucke, ich taste auch einmal, habe ich vor allem auch hier, da einen Wirbel, der kommt auch ein bisschen weiter nach hinten raus, der stört so ein bisschen die Kontinuität der Wirbelsäule, da mache ich mir auch schon mal ein Strichchen. Ja, da. Hier geht es eigentlich ganz gut weiter. Da kommen wir gleich noch zu. Brustwirbelsäule steht heute im Vordergrund, deswegen habe ich auch mit der Brustwirbelsäule angefangen. Jetzt tu mir mal einen Gefallen. Wie ist der Druck hier drauf? Wie fühlt sich das an? Das drückt, aber es geht. Das tut nicht gut. Wie ist der Druck hier? Ein bisschen weniger als. Wie ist der hier? Ähnlich wie der erste. Und hier? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und da? Da tut es so ganz leicht weh. Und hier? Auch ein bisschen wieder davor jetzt. Okay, gut. So, jetzt habe ich mal hier rundherum, ne, da wo ich mir was aufgefallen ist, haben wir jetzt keine große Druck. Tut mir leid, wenn ich mal, wenn ich Druckdolenz sage. Ne? Dolenz ist der Schmerz, also keine Schmerzhaftigkeit auf dem Wirbel. Das finde ich schon mal ganz gut. Das heißt, wir haben hier nichts Akutes in der Brustwirbelsäule. Das ist nicht genau zu lokalisieren. Jetzt trotzdem bleiben wir schon mal noch in der Brustwirbelsäule und ich mache mal jetzt einen Vergleich zwischen links und rechts. Und wenn ich jetzt hier an dem Schulterblatt Innenrand mit den Fingern gleite ich schön durch. Hier links, ich weiß auch nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche das mal einzuzeichnen. Hier haben wir den Innenrand. Und hier, wenn ich hier den Innenrand zeichnen will, geht er so weg. Warum? Weil hier, da in diesem Bereich, da am Schulterblatt, das ist quasi der Bereich hier, da, ne, hier ist es glatt und hier kommt richtig Muskulatur, Sehne durch. Hier haben wir auch die Sehne, aber hier ist es viel prägnanter. Okay, wir beiden gehen jetzt mal zusammen auf die Suche. Wo, jetzt denk mal an deinen
Schulterblattschmerz. Ne? Ich weiß, dass du gesagt hast, unterhalb des Schulterblattes, also meistens auch ein bisschen neben dem Schulterblatt. Ist das hier auf der Höhe? Ist das da auf der Höhe? Ist das da auf der Höhe? Ist das hier auf der Höhe? Warte, ich fange nochmal ganz oben an. Ist das hier? Ist das hier? Nee. Ist das hier? Ja, da. Ist das hier? Auch noch ein bisschen. Ist das hier? Da nicht mehr. Ne, also das ist manchmal hilft gucken schon und ne, jetzt haben wir wirklich hier genau in deinem, also du hast diesen Bereich, warum auch immer der überbelastet ist, wir haben hier stark in den Sehnen und in der Muskulatur, die hat sich bei dir hier links tatsächlich schon verändert im Gegensatz zu rechts, ne? Es wird dann immer ein bisschen stärker, heißt dann auch dicker und dann dementsprechend dann aber auch mehr Spannung und mehr Zug. Und hier zum Beispiel ist wirklich, das ist, ich gehe mal quer dann über den Verlauf und es ist hier wesentlich dicker als auf der Seite. Das ist immer schwierig zu beschreiben, aber ich denke mal, hier kann man es jetzt auch einmal exemplarisch ganz schön sehen. So, jetzt, wo wir schon dabei sind, denk doch mal an deinen typischen Schmerz, an deine Beschwerden, ja, wenn das zieht. Zieht das dann hier unter das Schulterblatt auch richtig drunter? Da jetzt, glaube ich, ein bisschen höher. Ja, da, also da ist der Schmerz eher hier oder da drunter? Nee, eher daneben. Also da drunter geht es jetzt. Da. Ja. Genau. Und das ist zum Beispiel auch ganz typisch. Du hast mir ja gesagt, dass du auch unter dem Schulterblatt, das zieht dann da auch ein bisschen auch mit rein. Aber das Problem ist häufig neben dem Schulterblatt. Ja. Meintest du das auch neben dem Schulterblatt? Ja, es fühlt sich halt immer so an, als wäre es da drunter. Ne? Vor allem, wenn man versucht, sich schön gerade hinzusetzen und es drückt dann, denkt man eher, es ist da drunter. Ne? Und genau, das ist dann mal so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt, also kennst du diesen Schmerz in einer gewissen Art und Weise? Ja. Schon. Okay, gut. So, das haben wir erstmal als Bestätigung. Dann machen wir mal oben weiter. Kannst du ruhig mit mir reden, wenn es zu unangenehm ist, dann sag bitte Bescheid. Hast du noch andere Hobbys außer Reiten, also außer Dressurreiten? Nee, ich mache ab und zu mal so ein bisschen so Workouts oder so, aber keine richtigen Hobbys sonst, nee. So, hier, kommt nochmal nach hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier bin ich jetzt im Trapeziusbereich und hier rechts kann ich, gib du mal eine Rückmeldung. Merkst du das, wenn ich rechts drücke? Ja. Merkst du? Und wenn ich links komme ich gar nicht so tief rein. Das fühlt sich auch ein bisschen taub an. Taub, ne? Da werde ich so richtig, so. Das ist wie so ein, ich werde direkt wieder rausgedrückt. Hier ist es ganz locker, bin ich drin und hier ist einfach, da merkt man schon den Spannungsbereich. Ja, jetzt nochmal deutlicher. Das mache ich damit. Hier steht sie höher, hier tiefer. Dementsprechend könnte man meinen, oh, hier haben wir einen Hyperton und eine Überspannung, haben wir aber nicht. Die haben wir ganz eindeutig hier auf der linken Seite. So, jetzt kann man fragen, woher kommt der Seitenunterschied? Halswirbelsäule muss ich mir nachher noch mal ein bisschen genauer angucken, weil du bist ziemlich stark hier oben am Hinterkopf, was deine die Sehnen und Faszien angeht. Muss ich gleich noch mal tasten. Ich glaube schon, dass wir dann diese Einseitigkeit beim Schlafen, ich glaube, dass das wirklich auch ein Problem hier sein wird. Halswirbelsäule, das ne, strahlt dann aber auch mit in die Brustwirbelsäule mit rein. So, dann hier nochmal eine Runde. Du hast mir gefallen, einmal nach vorne beugen bitte. Und komm wieder hoch.
hinten noch, ne? Oh, doch. Nochmal. Oh, doch. Nochmal. Gut. Einmal noch. Okay, komm wieder hoch. So, relativ unauffällig Lendenwirbelsäule, Beckenbereich. Jetzt nicht wirklich was gefunden. Jetzt denken wir nochmal vor einer Woche zurück. Hat das dann hier gezogen? In diesem Bereich? Ja, genau. Relativ weit unten, so rechts. Also würdest du sagen, hier in dem Bereich oder tatsächlich noch tiefer? Nee, da wurde irgendwas. Da. Ja, genau. Na, das war ein muskulärer Zug dann hier. Unten, da haben wir den Ansatz am Becken. Okay, nehmen wir das mit auf. Ich habe hier unten jetzt bei dir jetzt nichts gefunden, was am Becken, Lendenwirbelsäule oder sonst irgendwas, ne, was auffällig ist. Wir haben ganz klaren Auftrag hier, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäulenbereich. Achso, guck mal bitte nach rechts, soweit wie es geht. Gut, guck mal nach links, soweit wie es geht. Gut. Merkst du dabei irgendwelche Spannung, wenn du nach rechts oder nach links guckst? Guck mal nach rechts. Nee, da Spannung? Nicht. Nee. Da nicht? Nach links? Da? Dann merk ich's, wenn dann links. Ja. Am ehesten. Genau. Ein bisschen. Ja, aber okay. Nicht doll. Okay. Kinnrichtung Brustbein einmal bitte. Wie ist es dabei? Ein bisschen so, da wo dieser Halswirbel raussteht, ein bisschen. Hier? In dem Bereich, ja. Komm, ja. Und einmal. Einmal Kopf und Nacken. Wie ist das? Das ist alles gut. Okay. Jo, gut, nehmen wir das doch erstmal so auf. Haben wir alles, Linda? Linda ist nämlich mittlerweile meine Co-Therapeutin geworden. Haben wir alles. Ich würde sagen, dann können wir anfangen zu behandeln. Okay? Mhm. Gut. Okay, Rebecca, dann wollen wir mal starten. Ich werde jetzt im Sitz erstmal den Hals und vor allem auch schon die Brustwirbelsäule schon mal vorbearbeiten und mir flammt da direkt so eine Frage auf. Wann bist du das letzte Mal behandelt worden? Eigentlich noch nie so richtig in der Form. Ich war mal beim Massagetherapeuten bei uns im Haus. Ja. Und der hatte mir das auch schon gesagt, dass dieser eine Brustwirbel sehr weit, oder Halsbrustwirbel, ich weiß nicht, welche Höhe das ist, dass der raussteht und dass meine Halswirbel ein bisschen eng zusammen sind nach dem dritten. Wurde mir da gesagt. Aber ihr habt doch Physios noch, ne? Mhm. Und die haben ja auch genug zu tun, ne? Ja, das stimmt. Ja, von der Intensität her müssen wir uns ein bisschen aufeinander einstellen, ja? Mhm. Du hast hier... Guck mal, wie es hier auf der rechten Seite ist. Nein, das ist nicht der Fall. Hier auf der linken Seite haben wir jetzt schon einen ganz interessanten Punkt gefunden. Kommt mal rum. Ich habe gerade angefangen zu behandeln und ihr wisst, ich lege immer Wert darauf, wenn man direkt oberflächlich solche Veränderungen sieht, dann weiß man das in der Tiefe. Das spürst du auch da, ne? Mhm. Und wann warst du bei dem Massagetherapeuten? Gute Frage. Also schon ein paar Monate her. Okay. Ich glaube sogar im Winter irgendwann. Wenn du Kopfdruck oder Kopfschmerzen bekommen solltest, dann sag mir bitte Bescheid, ja? Mhm. So, erstmal nochmal, finde ich super, dass du Krankenschwester bist. Das ist einer der wichtigsten Berufe, die wir haben in Deutschland.
Es ist definitiv auch nicht einer der leichtesten Jobs halt, ne? Ja, das stimmt. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe halt irgendwie in der Schule irgendwann gemerkt, dass mich so Medizin, Biologie viel interessiert. Ja. Und dann habe ich halt nach dem Abi gedacht, ich mache die Ausbildung. Weil Schule ist immer schwierig zu kriegen, Medizin. Jo, wegen des NCs, ne? Genau. Mhm. Ja, und dann in der Ausbildung fand ich Intensivstation sehr interessant und jetzt arbeite ich da. Mhm. Auf Intensivstation hatte ich ja auch ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe in der Patientenakte gelesen, C2-Abusus, sagt ihr das was? Mhm. Alkoholabhängigkeit. Ja, genau. Ich habe mich immer gefragt, warum. Und auf der Intensiv die Kollegen, also ich hatte schon die Vermutung, weil die konnten das dann bestätigen, dass wir das Ethanol hat ja zwei C-Atome, deswegen sagt man ja. C2-Atom, ja. C2-Abusus. Ja. Abusus ist Missbrauch. Quasi halt, ne? Und C2, da habe ich mir gedacht, was zum Teufel soll das? Ja. Und was ich aber ganz interessant fand, war, geht zu weit. Ich weiß auch nicht, das ist, um das ein bisschen schöner auszudrücken. Ich weiß auch nicht. Ja, ne? Warum das so verwendet wird. Ja. Und richtig irritiert war ich dann eigentlich mal, als ich dann so einen Sechserträger neben so einem Patientenbett habe stehen sehen. aber was willst du machen, ne? Dann hast du da, wenn du jemanden hast, der wirklich richtig abhängig ist, das ist schon paradox und traurig. Ja, das stimmt. So, ich werde jetzt hier zwischen deinem Nackenbereich und der Brustwirbelsäule so ein bisschen hin und her gehen, ja? Weil du merkst, dass beide Bereiche sehr intensiv sind. Mhm. Wenn ich da jetzt die ganze Zeit an einer Stelle bleibe, dann wird das zu viel für dich. Ja. Kommt mal näher, ihr müsst mal hören. So, ich habe das jetzt vorhin weggemacht, weil sonst sind meine Finger gleich wieder voller Kuli. Wir wissen ja aber und sehen auch hier da den Bereich. Jetzt gehe ich mal genau hier rein. Und warte mal, Lena, warte, ich gehe mal mit der. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hört ihr das? Das ist nur das Knatschen von der Bank. Hier kann man nichts hören. Das war nochmal. Ja, da merkt man wirklich, was sich da über lange Zeit bei dir aufgebaut hat. Ne? Also dein Körper hat sich da echt schon verändert. Mhm. Also wir haben einen deutlichen Unterschied zwischen links und rechts. Wir sind nie hundertprozentig symmetrisch, das meine ich damit gar nicht. Achso, es gibt auch so, du kannst auch Pause sagen, wenn es dir zu viel wird halt, ja? Dann quatsche ich noch mehr als sonst. Na, wenn du eine kurze Pause brauchst, dann einfach Bescheid, ja? Ja. Weil die Intensität wird wohl noch ein bisschen zunehmen. Mhm. So, ich glaube, ich habe auch den Hauptpunkt gefunden. Der ist genau hier. Atmen wir einmal durch und jetzt tun wir einen Gefallen, die linke Hand legst einfach auf deine rechte Schulter, einfach da drauf. Jetzt geht das Schulterblatt ein bisschen weiter nach außen, das heißt ich komme, na, jetzt habe ich hier gerade, jetzt hat sich das Schulterblatt ein Stück verschoben, dementsprechend komme ich noch ein bisschen weiter in die Struktur. Okay, also ich merke das so ein bisschen auch an deinen Kopfbewegungen, ne? Du, Krankenschwestern sind hart im Nehmen. So viel steht schon mal fest. Vielleicht können wir kurz Pause machen.
machen. Ja. Gut. Machen wir Pause. Also, ich mache zwar trotzdem weiter, aber ne, dann kann ich hier mal ein paar leichte Ausstreichungen einfach mal machen. Wie fühlt sich das hier hinten für dich an, wenn ich hier drüber gehe? Sehr schmerzhaft an der einen Stelle. Also, ja. Und auch man spürt diese Verhärtungen total. Also rechts ist es in Ordnung, dann tut es auch nicht so doll weh, wenn man drüber geht. Also auch wenn es da ein bisschen trotzdem knackt, aber links ist es extrem. So, dann nehmen wir den Bereich hier nochmal mehr mit rein. Das lassen wir erstmal und es gibt eine kurze Pause, Rebecca, okay? Mhm. So, Rebecca, jetzt Mini-Pause gehabt. Jetzt geht es im Baulager weiter. Ich habe dir gerade schon erklärt, warum, ne? Damit ich noch ein bisschen mehr Druck ausüben kann und noch ein bisschen mehr in die Tiefe komme. Und vor allem, damit ich auch noch richtig unter das Schulterblatt auch noch komme. Auch nochmal hier. Okay, gut. Gemerkt? Der Höhe. Einfach nur durch den Druck, den ich von hinten ausgeübt habe, ist ein Wirbel einmal nach anterior gerutscht, nach vorne gerutscht. Okay, gut. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen unter das Schulterblatt. Tut mir einen Gefallen, einmal die Hand hier hinten auflegen. Jetzt bin ich noch nicht unter dem Schulterblatt. Und das Schulterblatt stellt sich nochmal anders. Jetzt versuche einfach, deine Schulter auf meiner Hand liegen zu lassen. Ja, das ist so ganz locker. Und jetzt kann ich hier Schulter anheben und komme hier. Und das Schulterblatt, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht von hier einmal unter das Schulterblatt. Komm mal hier. Hier kann ich das Schulterblatt anheben. Dann kann ich hier. Und dann merke ich. So, Rebecca, wie ist das, wenn ich hier hingehe? Das geht. Geht, ne? Ist es da? Das geht auch. Und ist es da? Ja, dann fängt es an, weh zu tun. Hier oben, ne? So, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm, weil in dem Bereich unterm Schulterblatt wird man sonst eigentlich auch nicht behandelt, also nicht berührt. Behandelt kann natürlich schon sein, da. Gut, gut durchgehalten. So, den Arm kannst du erstmal wieder dahin legen.
So, ich glaube, ich gebe dem Bereich jetzt mal ein bisschen Ruhe, kurz eine Pause, gehe jetzt nochmal in die Halswirbelsäule und danach fange ich auch an, den Übergang zwischen Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule zu mobilisieren. Was machst du denn für Übungen eigentlich gegen diese Nackenverspannung? Nicht so wirklich viel. Nicht so viel. Aber beim Arbeiten tritt das gar nicht auf. Nicht so wirklich. Reitest du immer das gleiche Pferd? Wird das ab und zu auch mal untersucht? Ja. Gut. Habt ihr da einen Osteopathen? Ja, genau, das ist eine Veterinärmedizinerin, die auch Osteopathie und Akupunktur macht. Ja. Und die untersucht dann ab und zu, also die kommt ab und zu mal aus Holland dann zu uns. Ja, gut. Und die untersucht. Also wie gesagt, ich kenne ja nicht viel vom Reiten, aber es gibt eine Regel. Schiefes Pferd, schiefer Reiter. Schiefer Reiter, schiefes Pferd. Das haben wir schon häufig kennengelernt. Das ist jetzt stark. Das, ja, ne, das ist genau das gleiche habe ich gerade. Ne, ihr müsst mal bedenken, dass ich mit dem Daumen kräftiger Arbeit habe. Ja, auf der linken Seite ging es für dich, rechten Seite ging es für dich, ne? Hier ist zu viel, ne? Ja. Wie ist der Druck hier? Stark. Okay. Kannst du das noch tolerieren? Ja. Dann warte ich da einmal. Aber das strahlt jetzt auch so einen Kopf aus, komischerweise. Ja, das ist von da aus auch, ne, geht die Spannung halt auf deinen Kopf und provoziert dann deine Kopfschmerzen. Mhm. Und deswegen würde ich den Bereich gerne noch etwas lockern. Und da arbeite ich jetzt. Das ist quasi, am simpelsten erklärt, ist es wie Triggern. Aber eigentlich gibt es hier am Hinterkopf, im Nackenbereich, an den Sehnen einen Überzug und dann ist die Knochenzone hier provoziert am Hinterkopf und nimmt das gerade nochmal zu oder nimmt das ab oder bleibt es gleich? Es nimmt ab. Es nimmt ab, okay. Die Zone, die behandle ich jetzt und nehme da erstmal Spannung raus. Das wäre, den Punkt kannst du dir merken, das ist nicht dein Hauptschmerzpunkt schlechthin. Also was die Kopfschmerzen angeht, ne, die Kopfschmerzproblematik. Und da zeige ich dir nachher dann noch mit der Faszienrolle. Ne? Ihr kennt das schon, das Nackenrollen. Das ist ganz wichtig bei Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. So simpel, aber wichtig. Du kennst es nicht, ne? Du weißt nicht, was ich damit meine, oder? Doch, tatsächlich, dass man den Kopf so hin und her rollt, ne? Genau, auf der Faszienrolle, ne? So von links nach rechts gucken und eine kleine Nickbewegung. Hast du das schon mal gemacht? Mhm. Aber durch Koya, der hier auch behandelt wurde. Ihr kennt euch, ne? Mhm. Grüße an den Rekordhalter nochmal, Koya. Den kürzesten Hüftbeuger in der Welt. Das wird eine Hausaufgabe für dich werden, ne? Mhm. Das machst du jetzt jeden Abend. Okay. So, wie ist der Druck jetzt? Kaum noch da. Mhm. Und das, was ich immer meinen Patienten sage, spürt man nach, ne? Habe ich jetzt mit dem Druck nachgelassen oder nicht? Kommt man noch ein bisschen näher und guckt mal, wie tief ich mit meinem Daumen hier jetzt am Knochen gerade wirklich noch bin. Ne, ich habe nicht mit dem Druck nachgelassen. Achtet mal drauf, wie tief ich drin bin, wenn ich jetzt rausgehe mit dem Daumen langsam. Ne? Da sieht man es. Ja, okay, gut. Hast du jetzt Druck auf dem Kopf? Mhm. Gut, super. So.
Gut. Und durchatmen. Durchatmen. Also, Rebecca, das hier schon recht viel. Ne? Also wir haben jetzt, ich war jetzt hier schon in der Tiefe, ich war unterm Schulterblatt. Vielleicht, ich muss mal gucken, wir gehen jetzt in die Mobilisierung, okay? Weil ich muss gucken, dass ich nicht zu viel heute im Gewebe arbeite. Du bist sehr tough, aber ich merke, dass das schon auch grenzwertig ist, ne? Mhm. Okay, warte mal, lass mich mal denken, da bin ich nicht so gut drin. Ach, wo du gerade so liegst, dann gebe ich dem Gewebe gerade Ruhe und fange jetzt mal einmal an zu mobilisieren. Ganz am Anfang ist es ja aufgefallen, dass hier der Bereich in irgendeiner Art und Weise provoziert ist und da ist mir vor allem der Wirbel aufgefallen. Und da möchte ich jetzt erstmal durch Rotation allgemein hier ein bisschen mehr Platz reinbringen und dann machen wir gleich noch eine andere Mobilisierung. Ist bei dir schon mal ein Wirbel in Bewegung gebracht worden? Nee. Noch nie? Okay. Ja, tut eigentlich nicht weh. Und versuche einfach locker zu lassen, okay? Ich zeige dir, was ich jetzt mache. Tu mir einen Gefallen, heb mal den Kopf einmal an. Und jetzt das Kinn so an. Einfach, nee, da kannst du bleiben, genau. Das Kinn aufsetzen, genau. Hier, dahin. So ist gut, genau. So. Der Kopf bleibt da, ich nehme den hier ein bisschen rüber und drücke dann gleich hier noch. Okay? Gut. Einmal einatmen, ausatmen, locker lassen. Ich habe, okay, gut. So, nochmal ablegen. Ja, ich habe noch niemals wirklich einen Impuls gegeben. Das, passiert das häufiger? Ja, ne? Wenn ich alleine auch ohne Druck, also ich nehme nie den Kopf mit Druck zur Seite, nur einfach, wenn ich den Nacken sozusagen nach rechts, meinen Kopf nach rechts und den Nacken so dehne, dann merkt das auch schon. Also, ich habe mir eigentlich kaum Impuls gegeben. Jetzt gehen wir aber mal auf die andere Seite. Einmal den Kopf anheben, warte, Kinn aufsetzen, jetzt hier ein bisschen zur Seite. Ja, das ist gut. Ein bisschen zur Seite fallen lassen, einatmen. Ausatmen. Gut. Okay. Gut, das haben wir schon mal. Das war jetzt hier der Bereich, der mir vorhin aufgefallen ist. Den habe ich jetzt schon mal die Wirbel etwas freier gemacht. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Ich glaube, nach der Mobilisierung, nach der Arbeit, machen wir nochmal eine kurze Pause. Gut, dann machen wir jetzt weiter in der Brustwirbelsäule und stellen noch ein bisschen die Wirbel nach vorne. Da haben wir zwei Punkte, einmal oben und einmal in die Mitte der Brustwirbelsäule. Da stellst du einmal die Beine an, bitte. Und einmal hier darüber und einmal darüber. Und dann drehe ich mal zu mir rum. Guck mal zur Decke bitte und hier lässt du mich durchsinken. Gut, einatmen, ausatmen. Okay? Mhm. Fester als gedacht. Das Tolle ist, du kannst genauso liegen bleiben, aber jetzt muss ich ein bisschen höher machen, die Hände ein bisschen weiter nach hinten greifen. Da noch so. Ja, genau. Dann gucken wir mal, wie wir da jetzt drankommen. So, als Dressurreiterin kann man ja auch gut touren, ne? Weißt du, was eine Brücke ist? Mhm. Machst du gleich. Ja, aber erst, wenn ich es dir sage. So, einmal hier. Einmal im Pöppis hoch. Super. Einatmen. Ausatmen. Gut, auch gemerkt, ne? Mhm. Das war ja sehr verhalten vom Geräusch her, im Gegensatz zu vorhin, ne? Mhm. Vorhin hatten wir ja ein ganzes Donnerwetter eigentlich, als wir hier oben die Rotation bearbeitet haben. Okay, cool. So, du kannst dich einmal darauf setzen.
Einmal durchatmen. Das kannst du einmal anziehen. Und jetzt haben wir nämlich eigentlich Brustwirbelsäule, sind wir soweit durch. Die haben wir jetzt durchgearbeitet und können jetzt in der Halswirbelsäule weitermachen. Weil in der Halswirbelsäule, so habe ich mich mit dem Tasten noch ein bisschen schwer getan. Weiß ich noch gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Deswegen kannst du dich jetzt nochmal auf den Rücken legen. Bitte. Spürst du das? Mhm. Und hier rechts? Das geht. Also links ist deutlich stärker. Also auf der linken Seite haben wir ganz deutlich bei dir den zweiten Halswirbel. Der erste sitzt da, der zweite ist hier. Die treten eigentlich immer im Verbund auch auf, weil die immer zusammenhängen. Weißt du, ne? Mhm, das weiß ich. Das weißt du. Und aber trotzdem C2, der ist hier links deutlich spürbar, rechts nicht. Ne? Merkst du die Lücke hier und da, ne? Da stoße ich richtig gegen den Wirbel. Ja. Den muss ich dir einmal verstellen. Das kann auch sein, dass das eventuell tatsächlich noch von damals vom Sturz kam. Ja, ich bin schon mehrmals vom Pferd gefallen, da weiß man immer nicht so genau, was sich da Genau, wann da was passiert ist. Ne? Ja. So rechts, deutlich weniger intensiv, ne? Ja. Als hier links oben. Ne? Da muss ich nur leicht rankommen. Also C2 ist bei dir hier links. Wird in dem Beschwerdebild hier auf der linken Seite mit einer Hauptrolle spielen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich dir hier in der unteren, mittleren Halswirbelsäule auf der rechten Seite da den Halswirbel möchte ich gerne auch noch einmal stellen. So, ich zeige dir, was ich mache. Den kannst du ab, genau, leg mal hin und hier vorne ein bisschen entspannen. Ja, genau. Ja, ist noch nie gemacht worden, ne? Mhm. Fühlt sich ein bisschen komisch an? Es geht. Es geht, gut. So, da einmal hin, jo, genau, okay. Locker lassen, hängen lassen. Gut, du hast so ein bisschen das Bahnschrankenphänomen. Nein, dein Hals fühlt sich gerade an wie eine Bahnschranke. Macht sich komplett fest. Okay. Ne? Das ist so, oh, was macht der mit mir? Das ist immer ein bisschen, ja, bei den ersten Malen, wenn man nicht genau weiß, was passiert. Du hast bestimmt auch was gesehen, ne? Oder? Nein. Nein? Okay, gut. So, also, ich muss den Kopf hier hinbringen, da hinbringen und mach dann so. Super, gut gemacht. Das ist unterbewusst so, wenn man sich gerade hier oben, wenn man sich dann darauf einstellt, jetzt gleichmäßig, ja, kommt das. Ne? Und wir haben ja häufig beim Mobilisieren auch dieses Einatmen, Ausatmen. Und wenn dann dieses Ausatmen kommt, dann ist schon so, oh, gleich passiert's. Ja. Und dann ab und zu lasse ich das auch mal weg.
Dann versucht man verkrampft locker zu lassen. Man versucht, das hat toll. Das hat noch nie einer so gut ausgerückt. Man versucht verkrampft locker zu lassen. Das trifft es absolut. Genau. Und wenn man sich darauf dann halt zu sehr fokussiert, dann klappt das einfach auch nicht mehr. Oh, weiter mal. Alles gut? Wie war das jetzt gerade? Das war okay. Alles gut. Okay, er ist jetzt auch nicht super, aber super hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich sage immer, es gibt schöne Dinge und es gibt meine Behandlung. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir hier C2 in Bewegung bringen können. Und wie ich dich überredet bekomme, dass ich den in Bewegung bringen kann. Hier rumgehen. Hey, super. Gut, gut. Meine Hände sind dein Kopfkissen. Schon schnell zugelernt. Das ist meistens ist das schwieriger bei der zweiten Mobilisierung. Aber man hat gerade richtig gemerkt, wie du in dir drin gerade nochmal gearbeitet hast und ich lass locker. Nee, doch nicht. Warte mal. Ja, da auch nicht. Warte, ja, es wird besser. Oh, ich kann locker lassen. Knack. Ja, man fängt manchmal automatisch an, ja, was heißt dagegen zu arbeiten, aber wenn man. Der Kopf wird ja so bewegt, ohne dass man weiß, wo es hingeht. Und das ist, man ist das ja auch gewohnt, das Kopfgewicht zu tragen mit der Halsmuskulatur, ne? Und zu stützen. Und dann ist es echt immer, das ist eigentlich das Schwierigste an der Mobilisierung ist immer, dass der Patient schafft, die Reaktion der Muskeln und Faszien auszuschalten. Das ist super schwierig, ne? Aber hast du gut gemacht, super. So. Merkst du den Huckel rechts? Mhm. Der war vorhin nicht da, ne? Stimmt. Ja. So, sehr gut. Okay, das ist C2. Und rechts, ne? Ich habe ich quasi so verschoben. Ne? Der stand vorher so. Ja. Habe ich es da hingeruckt. So, hier spüre ich auch nichts mehr, kann ich beidseitig schön dran vorbeigleiten. Okay, gut, gut. Habe ich noch irgendwas vergessen, Rebecca? Ich glaube nicht. Bin mir da selber nicht so ganz sicher. Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir fertig sind. Sind wir fertig? Linda, sind wir fertig? Linda sagt ja. Linda muss es wissen. Wollen wir eine Abschlussbesprechung machen? Mhm. Machen wir. Wir sind durch. Soweit. Durch. Jetzt haben wir wirklich vieles geschafft. Mhm. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt an dem Schulterblatt alles in der Gänze gelöst habe. Dafür wäre es heute zu viel geworden. Du hast gemerkt, das war grenzwertig, ne? Wie ich da in der Tiefe gearbeitet habe. Und ich glaube, von deinem Energielevel her war es auch ganz gut, dass wir da einen Punkt gesetzt haben. Mhm. Trotzdem bin ich da gut reingekommen und konnte da schon sehr viel lockern. Mhm. Es kann sein, dass es tatsächlich weg ist. Auf der anderen Seite hast du die Problematik jetzt auch schon durchaus lange. Mhm. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es auf jeden Fall ins viel besser. Ich bin einfach mal gespannt. Mhm. Und du wirst uns ja noch einen Erfahrungsbericht dann auch geben, ne? Genau, ja. Da sind wir dann jetzt auch mal gespannt, wie es dann aussieht. Es gibt halt nur einfach auch Begrenzungen in den Behandlungen. Mehr hat dein Gewebe heute gar nicht zugelassen. Mhm. Und das war auch für heute erstmal genug. Ne? Wir müssen gucken, wie wir weitermachen, aber da bleiben wir sowieso in Kontakt. Was jetzt deine Halswirbelsäule hier oben im Spannungsbereich angeht, da haben wir. Das Schlafen wird da definitiv mit reinspielen.
Und du hast vorhin gesagt, dass du selber immer so auch das da oben schon mal ins Knacken auch bringst. Ne? Man sah am Anfang des Videos, ne, als wir dir nur auf den Rücken geguckt haben, dass du in diesem oberen Bereich sehr gestresst auch bist. Und gestresst kann immer vieles bedeuten bei dir. Durch die Spannung gerade auf der linken Seite hast du einen ziemlich hohen Druck auf der unteren Halswirbelsäule und der oberen Brustwirbelsäule. Und da kann es dann sein, wenn du das selber machst, dass es dann so knack, ja? Und dieser Druck, der baut sich immer wieder auf. Mhm. Jetzt habe ich die Strukturen entspannt, sodass deine Wirbel mehr Platz haben, dass nicht so wirklich Kompression draufkommt. Ja? Und dementsprechend, du meintest zwischendurch, aber ich glaube, das war in der Pause, dass du selber manchmal schon, dass du häufig das machst. Dass du immer, das hat damit zu tun, dass man auch dieses Druckgefühl, also einmal dieses Druckgefühl da ist und dann will man das wegkriegen. Auf der anderen Seite wird es dann aber auch irgendwann so eine Gewöhnungssache. Ja. Und bei dieser Gewöhnungssache, da musst du einfach mal, wenn du das Gefühl hast, oh, da ist jetzt wirklich Druck auf, dann kannst du das gerne nochmal machen, aber du solltest es minimieren bis unterlassen, wenn es geht. Mhm, okay? Ja. Weil wir haben jetzt einiges in Bewegung gebracht und die Druckverhältnisse sind anders in deinem Körper. Das kann ich dir garantieren. Mhm. Okay? So, Kopfschmerzen hier oben. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, da wird es dir dann auch zu Migräne. Hätte ich da noch ein bisschen weiter gearbeitet, ne? Wir hatten da noch mehr Ausstrahlung auch in den Kopf gehabt. Da möchte ich von dir wirklich, dass du mit dieser Faszienrolle, ne? Dass du den Nacken bearbeitest und dass du die ganze Wirbelsäule ausrollst. Eine komplette Wirbelsäule. Und wenn Kolja dir das nicht erklären kann, wir haben das in den Videos und sonst zeige ich es dir auch nochmal. Ja? Okay. So, jetzt ey, ich rede mal die ganze Zeit. Jetzt bist du dran. Wie war es denn für dich? Ja, teilweise schmerzhaft, klar. Da, wenn man merkt, okay, genau da ist der Punkt. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, weil man selber mal merkt, ja, irgendwie, man hat Schmerzen und es drückt irgendwie. Aber meistens im Alltag geht man ja nicht so drauf ein, sage ich mal. Ne? Mhm. Und da merkt man dann wirklich genau, okay, genau da ist dieser Punkt, der mir wehtut. Und es hat auch einen Grund. Also ich finde das sehr interessant zu wissen und gut zu wissen, dass man weiß, woran es liegt und was man vielleicht auch falsch macht, was man besser machen kann. Mhm. Auch so Übungen wie dies mit der Faszienrolle. Das macht man ja sonst auch, also wenn man sich da nicht auskennt, nicht von alleine einfach. Ne? Ja. Bei dir wirklich auch total interessant, das war heute wirklich wieder ein schönes Beispiel auch für die Zuschauer, weil man auch was sehen konnte. Ne? Also häufig haben Patienten auch das Problem, die haben zwar Beschwerden, aber man kann es nicht nachvollziehen. Und dann irgendwann denkt man auch so, was habe ich denn da eigentlich? Habe ich überhaupt irgendwas? Und uns Menschen hilft das immer, wenn wir was visualisieren können. Mhm. Sehen wir was, dann glauben wir es auch. Ja. Und bei dir kann man den Problembereich sofort auch einfach nur sehen. Mhm. Ne? Ich muss noch eine dritte Übung noch ergänzen mit der Faszienrolle, mit der Kante am Schulterblatt entlang gehen. Mhm. Das wirst du nicht wissen, wie das geht. Das werde ich dir gleich noch zeigen. Mhm. Okay? Gut. Okay. Ja, ich glaube, das war's dann für heute. Ne? War intensiv genug. Danke, dass du unsere Patientin warst. Mhm. Ich fand's wieder, ich sag ja immer, ich habe dir auch vorher gesagt, erzähl mir nichts, ich will nichts wissen. Ich finde es immer wieder auch spannend, was so alles dann passiert in einer Stunde. Und ich hoffe, dir hat das Video auch wieder gefallen und du fandest es genauso spannend. Dann gib uns gerne einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und wenn du irgendwelche Fragen hast, jegliche Art, die tatsächlich anscheinend nach jedem Video immer wieder aufkommen, dann klick einfach unten in die Beschreibung des Videos. Da findest du alle Informationen über uns. Und du meldest dich bei uns. Mach ich. Machst du, ne? Okay, gut, wir haben einen schönen sonnigen Tag, den werden wir jetzt noch genießen. Und euch auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, meine Behandlung ist jetzt ungefähr 5 Tage her und ich versuche euch ein bisschen zu beschreiben, wie es mir in den Tagen danach so ergangen ist. Die 2 Tage danach waren schon schmerzgeplagt, muss ich sagen. Also ich hatte im behandelten Gebiet, vor allem am linken Schulterblatt, ordentlich Schmerzen. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie ja, sehr starker Muskelkater mit einem blauen Fleck kombiniert, so auch ein bisschen geschwollen. Und das hat schon bei Alltagsbewegungen wehgetan, auch vor allem bei der Arbeit. Also ich musste am Tag darauf direkt wieder arbeiten gehen und da habe ich das schon stark gemerkt. Aber beim Sport ging es und die Schmerzen haben auch schnell nachgelassen. Also nach wenigen Tagen war ich dann so gut wie schmerzfrei. Also jetzt
spüre ich auch nichts mehr so von der Behandlung, außer Effekte wie, dass ich zum Beispiel gerade sitzen kann. Also sonst hatte ich ja immer Probleme, die Schultern schön gerade nach unten zu machen und hatte da diese Blockade links. Das ist quasi weg, also das merke ich gar nicht mehr. Was manchmal noch ist, bei manchen Bewegungen knackt es so ein bisschen am Schulterblatt, aber das tut nicht weh. Und ja, auch dieser Wirbel, der so weit rausgestanden hat, das fühlt man eigentlich nicht mehr. Der, wenn ich ganz normal gerade sitze, guckt der, steht er nicht mehr nach hinten raus. So. Genau, das ist eigentlich ziemlich gut. Also insgesamt kann ich sagen, hat sich das gelohnt und mir geht's ganz gut damit.